In diesem Haus wohne ich mit meinen Eltern. Und der absolute Horror wohnt auch hier. Aber davon erzähle ich euch lieber später. Das Wichtigste ist die riesig große Wiese. Der beste Fußballplatz weit und breit. Und jeden Tag kommen meine Freunde zum Fußballspielen. Das ist Langbein Paco. Mit Abstand der schnellste von uns. Klar, Bo natürlich. Mit Abstand der größte Angeber, den ich kenne. Hier ist Nils, der sogar seiner Mutter schon die Abseitsregel erklärt hat. Und Phil, der beste Abwehrspieler unserer Schule. Das bin ich und an mir geht kein Ball vorbei. Naja, fast keiner. Uns konnte wirklich nichts und niemand vom Fußball abhalten. Außer Probleme. Echte Probleme. Mädchen. Meine Schwester Lucy und ihre blöde Freundin Louis. Sie wollten es einfach nicht kapieren, dass es unser Platz ist. Mädchen sind wirklich total anders. Sie sprechen irgendwie eine ganz andere Sprache. Wir waren uns alle einig. Es gab nur eine Lösung. Endlich können wir weiterspielen, dachten wir. Doch dann kam meine Mutter. Guck mal. Typisch Lucy machte wieder ihren Trick mit den "Ich bin doch ganz unschuldig" Kulleraugen. Meine Mutter hatte mir beigebracht, zivile Garage zu zeigen. Das fand ich echt gut. Also hielt ich meinen Mund. So dumm. Aus für alle. Bo wollte Lucy gleich eins auf die Nase geben. Doch da war wieder meine Mutter. Bo, warte, nicht hier. Doch Bo war alles egal. Bo, tu das nicht. Jetzt reicht's. Die Mädchen müssen endlich mal kapieren, wer hier das Sagen hat. Es ist Zeit für Krieg. Mal gelesen,
Im Krieg soll man immer einen Panzer nehmen. Also schlug ich vor, lasst uns doch den Rasenmähertraktor nehmen. Nee, zu langsam. Die anderen wollten lieber direkt angreifen und sich Lucy schnappen. Als plötzlich Nils merkte, Stopp! Dass es 5:05 war und um 6 kam ja Bundesliga. Also verschoben wir den Krieg auf morgen. Meine Mannschaft hatte wie so oft auch noch verloren. Irgendwie ging heute alles schief. Vielleicht hatte mein Papa ja einen Plan. Papa, kannst du mir deine Taschenlampe leihen? Wofür? Krieg. Was? Sind Mädchen eigentlich wirklich Menschen, so wie wir? Du meinst so wie wir Männer? Wahrscheinlich fragen sie sich genau dasselbe, nur andersrum. Wie? Na. Du musst sie, weißt du, musst sie einfach kennenlernen. Du wirst schon sehen. Wenn du jetzt Krieg mit den Mädchen hast, dann hast du wahrscheinlich später Ärger mit den Frauen. Das wäre doch schade drum, oder? Mädchen? Frauen? Was haben die denn miteinander zu tun? Weißt du, in jedem Mädchen steckt eine Frau, eine klasse Frau, die darauf wartet, herausgelassen zu werden. Aber sie weiß eben nicht wie so. Also, sie hat... Und deswegen musst du immer versuchen, ihnen dabei zu helfen, das zu finden. Schön, dass wir drüber geredet haben. Das mit dem Krieg. Da denkst du noch mal drüber nach. Das ist nämlich eine ziemlich dreckige Angelegenheit, glaub mir. Langsam verlor ich echt den Überblick. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach. Trotzdem. Man weiß ja nie. Also doch kein Plan. Erwischt. Tommy, sag mal, du weißt doch, wie Lucy an ihren Puppen hängt, ne? Und außerdem sollt ihr euch die Sachen nicht gegenseitig kaputt machen. Okay? Das kann sie ja mal versuchen, dem blöden Köter von nebenan zu erklären, dachte ich mir. Aber ich sagte brav, ja, Mami. Schlafschen. Am nächsten Tag schlug ich vor, uns mit den Mädchen außerkrieglich zu einigen. Doch Bo meint, es gibt keinen anderen Weg. Also bereiteten wir uns auf den Angriff vor. Wir brauchten Waffen, gut getarnte Uniform und unbedingt Warnhinweise, was nach meinen Forschungen zur Grundausstattung gehörte. Bo, soll ich? Ja.
Jetzt konnte der Krieg losgehen. Es war heiß, sehr heiß. Nach 3 Stunden im Gebüsch dachte ich mir, dass so ein Krieg ganz schön öde ist, wenn keiner vorbeikommt. Sohn, typisch Jungs. Ja! Yeah! Oh Gott! Hier ist das Dach so lang. Los, und jetzt weg damit! Wir hatten Lucy schon fast über den Zaun geworfen, als wir angegriffen wurden. Oh ja, Krieg war eine dreckige Angelegenheit. So, lass Lucy sofort aus dem Sack! Diesmal verzichtete ich auf die zivile Garage. Was zum Teufel ist hier los? Ich nannte ihn Orang und Nah. Unteroffizier Tom. Und du? Du kommst jetzt mit. Zur Strafe wurde ich in die Küchenbaracke abgeführt. Außerdem wird Zone mit Z geschrieben, du Zombie. Zone mit Z? Das ist doch total egal. Sag mal, Tom, warum siehst du Mädchen nicht als Verbündete? Lucy hat es ja auch nicht einfach mit euch ganzen Jungs. Ich könnte euch doch gegenseitig helfen. Und weißt du, ich glaube, Lucy meint es ja gar nicht so. Sie möchte ja nur von euch akzeptiert werden. Oh Mann, mir drehte sich alles. Bo hatte uns vor psychologischer Kriegsführung gewarnt. Ich wusste aber echt nicht, wie lange ich das hier noch aushalten konnte. Kann ich jetzt in meine Zelle zurück? Nein. Nein, das darfst du nicht. Erstmal musst du mir verraten, was du für ein Problem mit Mädchen hast. Verraten? Niemals. Unteroffizier Tom, 2. Bataillon. Diesmal nahm ich den Kampf auf. Sie war kurz vorm Kapitulieren, aber dann bekam sie plötzlich diese Knutschfilmaugen. Weißt du, ich war auch mal ein kleines Mädchen. Was? Meine Mutter eine von Ihnen? Ich kann mich noch genau dran erinnern. Ich habe eine allerbeste Freundin gehabt. Dann haben wir mit den Barbie-Puppen gespielt. Da war eine schwarzhaarige, eine blondhaarige. Und eine mit blauen Haaren. Das war so. Und da haben wir mit den Puppen gespielt. Mädchen, Frauen, die gehörten zusammen. Blaues Haar. So konnte sie die Augen. Mist, ich war erledigt. Ich musste so schnell wie möglich hier raus. Weg von Mädchen, Müttern, Schwestern, Frauen. Einfach nur weg. Ich war mir sicher, auf der ganzen Welt gab es nichts, was mit Mädchen besser war als ohne sie. Was sollte man schon mit ihnen anfangen? Naja, vielleicht hat mein Papa ja recht.
Vielleicht steckt in jedem Mädchen eine Mutter, die raus will, um alles abzuknutschen. Wow! Ein WM-Ball. Hey! Deiner? Klar. Willst du mitspielen? Mit Mädchen Fußball spielen? So weit kommt's noch. Ach, vor dem brauchst du keine Angst haben. Ich und Angst? Ist ja lächerlich. Na los. Mädchen, Fußball, haben die etwa auch was miteinander zu tun? Los! Na gut, warum eigentlich nicht? Yeah.